Ich sehe auf deinen Arsch. Da kommen Energieriegel raus. Warum sagst du sowas? Weil ich drauf stehe. Und Action. Yay. Oh, die Tür. So, wo waren wir denn? Wir mussten da hinten, glaube ich, jetzt durch, oder? Genau. Haben wir beim letzten Mal nicht irgendwie verkackt und mussten das nochmal machen? Wo bin ich denn durchgegangen? War ich hier durchgegangen? Ich glaube, ich bin hier durchgegangen, aber wir brauchen jetzt wieder Taschenlampen. Das hier, warte, bist du das? Das hier war der Anfang. Wir müssten hier durch, oder nicht? Hier, wo die Blitze am Boden ja, waren, genau, oder nicht? Genau, wir haben am Anfang waren wir hier an der Tür und danach hat sich da hinten das geöffnet. Genau, das da. Aber, Peri, komm mal her. Hier. Komm mal her. Also ich bin nicht Peri, ich bin. Ausweis bitte. Weil ich dachte, wir sagen einmal Hallo YouTube. Hm? Ach so. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Moin. So. So, jetzt haben wir uns oft genug identifiziert. Sicher? Können Sie das lesen? Ich weiß nicht, ich kann nicht lesen. So, wo gehen wir hin? Da durch? Da waren ja auch Taschenlampen, ne? Ja. Huch, die hat mich gegen das Gitter gepresst. Ich? Ja, ich gehe nicht ins Dunkle ohne Taschenlampe. Na, ich habe den Gamma-Wert hochgedreht. Und tschüss. Das ist so ein Grund. Okay, komm. Ich opfere mich. Oh, was ist das Vieh jetzt? Weiß ich nicht, es hat mich gegessen. Ich auch, ich will mich auch. Bin ich alleine? Echt? Alter Verwalter, ist das laut in meinem Ohr. Warum tue ich das? Ja, nobody. Viel Spaß, ne? You can do it. Hä? Ist das hier eine Tür? Da ist eine Tür, ja. Warum kriege ich die nicht auf? Hallo? Ah, jetzt. Hallalala. Da ist eine Taschenlampe. Ich hole mal die auch mit. Peri, wir gucken dann schon mal, wie der Weg so ist, ne? Ja. Okay. Um das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Warum? Warum geht die nicht, die Taschenlampe? Mainhand. Ich glaube, eins oder zwei würde sonst auch gehen. So. Hab ich irgendwas vergessen? Hier geht's nicht durch, ist noch zu. Lalalalala. Ist das hier bis hier hingekommen? Ins Licht? Ja. Krass. Fast bis ins Licht. Siehst du da? Hm. Ich hab's aber eben so nah gehört noch. Ja, glaub, das klang übelst nah, als wenn das auch im Licht gewesen wäre. Ja. Da ist er. Ist. Ja, da bin ich. Du hast mich geschubst. Sorry. Na, nur die Reste eingequetscht. Verschwinden Sie. Geh in den Strom. Komm. Und jetzt troll dich. Da läuft doch Paldun nicht da rein. Er liegt eine Leiche am Boden. Achtung, er kommt. Er kommt da. Oh Gott. Was sieht der Schmack aus? Warum hat er das Licht ausgemacht? Weil du geklickt hast. Hauen sie ab. So, die Tür. Da sind Fußstapfen am Boden. Wow! Ich weiß auch warum. Der ist schon direkt dahinter, der Sack. Oder lock ihn raus. Jetzt gehen Aber sie weg. Ist die Frage, Renn. Ob du an dem vorbeikommen könntest. Run, boy, run. Oh, was ist das da am Boden? Ich glaube, Müll.
glaube, das ist nicht wichtig. So, husch dich. Mr. Burns, gehen Sie. Gehen Sie weg. Der sieht immer noch aus wie mein Mathelehrer. Du hattest Mr. Burns als Mathelehrer? Nee. Ausgezeichnet. Joachim. Ach, da ist er wieder. Hier sind aber viele davon, ja? Ja, ja. Oh, ich weiß, wir waren da. Wir sind da irgendwie durch den bei dem Pfeil rein, aber ich weiß nicht mehr, ob da dann nichts war. Das ist auch richtig. Ja, aber vielleicht haben wir da schon. Ach, oh, nö. Gesehen. Oh Gott, oh Gott. Meine Güte, ist das laut. Ich halte mit Ausschau, ob irgendwo so ein Sicherungskasten ist. Hier waren wir schon gewesen. Was war hier nochmal? Hier hätte ich jetzt durch müssen eigentlich, ne? Das ist auch geil, wie hier. Die heutige Folge anfängt. Das ist, ist kein Multiplayer, das ist die Nobody-Show. Nobody-Show! It's a me, it's a nobody. Und hier ist nichts. What? Was hast du denn? Ist doch alles gut? Ist nur ein bisschen Strom. Nee, ich hab hier Grinsegesichter. Hä, das gerade was? Ich hab gerade einen Hund da gesehen. Der hat an der Wand, ne? Hat sich irgendwas durchgepackt? Ja. So, warum? Ich kann denn nicht. Erstmal hier snacken. Was snacken? Hast du schon wieder Knetgummi? Ja, und Mandelmilch zum Runterspülen. Das hast du? Wo ist denn das her? Ist mir entgangen. Ich bin ein alter Lutfinger. Ja. Lutfinger! So, jetzt müsste es besser sein. Okay, hier komme ich nicht durch, aber da müsste ich hin. Hier hat sich noch nichts getan eigentlich. Aber obwohl, den Gang kennen wir. Das war ja der sinnlose Gang. Ja. Wo am Ende ja doch auch so ein Vieh auf einen wartet. Also ist das hier gerade sinnlos. Nee. Hier, das haben wir schon gemacht. Nee, da ist keine Lampe drüber. Okay, also befürchte ich, müssen wir doch noch mal hier durch. Zurück. Oh. Ist das so irgendwas? Hier im Boden sind so komische Chests, aber die können wir nicht öffnen. So. Okay. Hier ist nichts, wo ich. Doch, doch, kann. Doch. Richtung Tür an der Wand. Da ist ein roter Punkt drüber. Da links, da. Ja. Rot. Nicht die Ströme kreuzen. So. Hey, jetzt gucken, was draufgegangen ist. Was hier? Hier nicht? Sag mir bitte nicht die Tür da hinten, die ist dann sinnlos eigentlich. Nee, nee. Auch nee. Nicht. Aha. Das Spiel könnte einmal so ein bisschen mehr leiten, was man damit dann angerichtet hat, ne? Ja, in der Tat. Dass man zumindest irgendwo einen Klack hört, dass man weiß, es ist in der Nähe. Hier irgendwas gemacht. Okay, Mr. Burns, here I come. Hast du schon mal Taschenlampe? Die ist an. Darfst du nur nicht drauf gehen? Oh, pass bloß auf den Strom da unten auf. Ja. War sehr schlau, hast die Tür zugemacht. So, rot auf rot, grün auf grün, blau auf blau und gelb auf gelb. Zzt. Strom ist immer noch an. Aber den hatten wir doch schon gemacht. Hat es das etwa resettet? Ich weiß nicht mehr, sagt das irgendwie nichts. Da drin war ich schon gewesen. Na gut, vielleicht hat er den Level jetzt beim Wiederladen von vor. Aber nee, dann wäre doch, weil da, wo wir angefangen haben, in der Eingangshalle nicht hinten die Tür auf gewesen. So, hier ist immer noch zu. Ich guck jetzt mal da hinten.
Hast du die Taschenlampe in der Hand? Ja. Die ist an, keine Sorge. So ist sie. Jetzt warte mal. So ist sie bei mir aus. So ist sie bei mir an. Ja, jetzt hast du sie in der Hand. Ich hatte sie eigentlich die ganze Zeit in der Hand. Ah, backt so ein bisschen. Hängt ja nur unser Game-Leben von ab. Auch jetzt, bei mir bist du nicht gebückt, du läufst durch die Wand im Stehen. Ja, das mache ich auch so in echt. Oh, hier macht es gerade komisch duster, trotz Taschenlampe. Oh. Das kommt mir auch gar nicht bekannt vor. Oh Gott, oh Gott. Der hat ja gar nichts gesagt. Boah, die Frage ist, ist jetzt hier was Relevantes hinter der Tür? Ja, könnte sein, ne? Ja, aber hier... Entweder geht's da weiter oder ist es für Mandelmilch und so ein Kram, weil die war jetzt auch schon nirgendwo mehr zu sehen. Ja, aber hier ist Mr. Burns hinter. Kann ich irgendwie durch die Wand gucken? Ne, kann ich nicht. Genau, er ist links. Oh. Trollen Sie sich, Mr. Burns. Ah, jetzt bin ich in die Falle getappt. Ich bin drin. Ich kann hinter dir nichts sehen, ne? Sonst würde ich dich irgendwie lotsen. Achtung, das Strom. Ist lieb. Ich bin rausgekommen. Ich hatte auch zum Glück noch ausreichend Abstand. Mehr konnte ich nicht machen. Ich konnte da nicht sehen. War da denn irgendwas? Nee. Das war eigentlich nur eine Falle. Es sah aus wie ein dunkler Raum, so, ne? Hier ist nichts. Die Textur anders. Nee. Oh Gott, ich sehe in dein Herz hier. Ich sehe gute Zeiten. Schlechte Zeiten, oh weia. Oh Gott, ich hab's gehasst, ne? Es tut mir leid. Alle haben's gehypt, wahrscheinlich gibt's es immer noch. Ich fand das ganz furchtbar. Du, ich hab's nicht gehypt. Damals, als es hieß, bei der 500. Folge, das wär's, habe ich so, Freudenschreie und gejubelt, aber leider ist es nicht dabei geblieben. So, das hier war auch eine Sackgasse. Na, fein. Oh nö, ich sehe wieder Gesichter. Oh nein, hast du noch was zum Trinken, Essen, irgendwas? Blutfinger, da. Einmal Mandelmilch. Ah. Und komm, ich gönn mir noch einen Snickers. Und dann war's das. Ich komme nicht mehr ganz drauf, was in meinen Kommentaren zu deinen ominösen vielen Schokoriegeln stand. Aber es klang, als würde angedeutet werden, dass du die irgendwo aus deiner Hose ziehst und das eigentlich nicht essbar ist. Mensch, jetzt haben die es verraten. Ja. Gemein. Ich habe geantwortet, er hat gesagt, es ist Knete. Ohrhund. Lauf weg. Toll dich. Nichts. Oh, dieser alte Okidok. So, jetzt troll dich. Oh Gott. Mir hat sich echt nichts getan. Was soll denn das? Boah. Oh, schon wieder so einer. Bleib. Wenn da jetzt überall nichts ist, nur noch mal ganz zurückgehen zu da, wo wir gestartet sind und dem anderen. So, troll dich. Wow. Du, hinterhältiger Geselle. Troll dich. Ja, da bin ich. Ja.
Boah, die Panik. Ich dachte, hier wäre schon einer. Ich habe mich auch umgeguckt. Nee, ist nix. Da ist die Peri. Ich hätte schwören können, hier wäre noch was gewesen. Ich guck noch mal kurz. Just for fun. Oder habe ich hier irgendwas freigeschaltet? Ist jetzt hier irgendwas? Warte mal, ich muss mal die DPI-Zahl meiner Maus ein bisschen... Ah, so ist es angenehmer. So ist es angenehmer. Ah, so, hier ist nichts. Nee, hey, auch hier ist zu. Krass. Okay. Ich sehe nichts. Auch da ist zu, was... Hä? Da kommt gleich irgendwo... Ich glaube, bei der Tür irgendwo ist ein großer Raum, da war auch noch was zum Looten. So, troll dich! Wow! Ja, da ist auch einer. Meine ich. Stimmt, das war der Durchgangsraum, aber das hier interessiert mich jetzt. Hä, wo ist denn der hin? Ja, das frage ich mich auch. Egal, hinterfragen wir das nicht. Gleich macht's Klopf, Klopf an die Schulter. Mhm. Hier bin ich. Ich kann mir noch vorstellen, dass der sich hier irgendwo rumtreibt. Ich dachte auch, der wäre in dem Raum eigentlich gewesen. Ja, dachte ich eigentlich auch. Das hier. Area A, okay. Nicht 51. So. Tja, wer weiß. Puh. Hallo, Peri. Willkommen zurück. Das war gefühlt eine halbe LKW-Ladung an Jacken, die mein Mann bestellt hat. Geil. Er hat sich 14 Jacken bestellt. What? Wahrscheinlich zum Testen, welche ihm am besten passt. Kann man mal machen. Versuch mal 14 schwere Winterjacken die Treppe hochzuzerren. Oh Gott. Ich frag mich, warum du überhaupt das annehmen musst. Ich würde die Leute laufen lassen, dafür werden die bezahlt. Und du wohnst ja jetzt nicht im 5. Stock. Ja, aber die stellen es immer einfach vor die Tür und fahren. Würde ich DHL verklagen. So, habt ihr gehört, DHL, Flauschhase ist nicht gut Kirschen essen. Nee, DHL geht noch. Ach, der schon wieder. Nee. Da war ja nichts in dem Bereich. Außer der Rundgang. Das war genau da das letzte Mal, wo ich dann draufgegangen bin. Ich glaube, es war DPD, der Mann, der das Paket im hohen Bogen in den Garten geworfen hat. Schön. Mit Blumen. Ich erinnere nur zugestellt an Vordach, ne? Ja. Leute, ich glaube, ich werde mich gleich fressen lassen, weil mir ist es ein bisschen zu einsam hier. Na. No. Ich habe jetzt gerade kurz nicht aufgepasst. Gab es da jetzt noch irgendwas, wo du lang gehen kannst? Das war der alte Raum, wo ich schon mal war in der letzten Folge, weißt du, wo du dich quasi im Kreis drehst. Du gehst einmal rum, dann ist das hier hinter der Ecke und ja, das war's. Da kannst du nichts mehr machen. Wenn wir wieder zusammen sind, dann wäre es wahrscheinlich sinnig, bei den ganzen Wegen uns zu trennen. Boah. Ich weiß, das sagen die in Horrorfilmen immer. Und dann geht's bergab, aber ich halte das für eine gute Idee. Da ist alles Warum grün, ist da das Brot? Gute Frage. Was kann ich hier machen? Gar nichts. Ein Dings fehlt noch. Ach, das sind die Kästchen, die man aktivieren muss. Und dann geht die Tür auf. Ja. Könnte das? Scheinbar. Aber ich kann nichts machen. Ich kann jetzt hier nichts klicken. Nein. Das heißt, irgendwo müssen wir so ein Kästchen übersehen haben. Da kommt Freude auf. Back to the roots. Aber wenn ich jetzt weitergehe, komme ich ja wieder ins andere Level, oder? Meinst du, es geht doch eigentlich nicht zurück, ne? Doch, das hier ist der Rückweg. Ja, aber da geht's nicht durch, aber da wird ja auch nichts sein. Ich will es nicht ausprobieren. I don't want! So, hier drin waren wir ja schon. Da bin ich jetzt gekommen.
Das heißt, irgendwo an irgendeiner Wand muss ein rotes Lämpchen leuchten. Oh. Ich gleich mal da lang gucken. So, Lootfinger. Hier ist noch eine Taschenlampe. So viele schöne Schalter und keiner ist relevant. Das ist schade. Keiner ist rot. Da war ich auch schon dran. Ah, warte mal. Das war hier der Bereich, glaube ich, oder? Nee. Der war so ähnlich aufgebaut. Ich dachte schon, ich hätte mich eben vertan. Ich habe übrigens letztens festgestellt, weil ich habe ja früher auch so geredet, ne? Wie, gut, bei Peri merke ich es nicht ganz so, aber bei dir mit warte mal. Und das wurde mir immer vorgeworfen. Ne? Das macht das Köln mit allem. Ja, genau. Du sprichst das so hart aus. Und dann habe ich letztens zu ihm gemeint, das mache ich gar nicht mehr, oder? Ich sagte, nö. Tja, habe ich mich ein bisschen angepasst. Boah, hier ist auch nichts los. Boah. Ich bin mal gespannt auch mit diesen Terminals, ob wir die bedienen müssen. Ich denke nicht, die sehen so tot aus. So Asset hingepoppt. Da wäre es ja auch gemein, da so ein rotes Lämpchen zu verstecken, ne? Aber da ist auch nichts. Bleibt mir eigentlich jetzt nur noch... Da bin ich gekommen. War ich hier drin? Wenn die arschig sind, dann ist das in den Ecken, die wir für tot erklärt haben, weil wir da mit dem Vieh nicht reinkamen. Weißt du, war das da übel? Dass da auf einmal jetzt doch Räume sind? Und dass da vielleicht doch so ein kleines rotes Sämmchen wäre, wenn man da weit genug reingeht, was man so nicht sieht. Und wir gedacht haben, ja, da ist nichts in der Ecke. Aber eigentlich hatte ich einen guten Einblick in der letzten Ecke. Ja. Eigentlich schon. Es gab aber noch eine zweite, meine ich. Aber frag mich nicht, wo. Bin ich eben von hier? Hier ist der Hauptspawn-Bereich, ne? Genau, hier ist der Spawn-Bereich. Gehe ich nochmal hier nach links. Und dann weiß ich nicht, wo lang. Ich gucke mir alle Wände mit an. Warte mal. Genau, einmal ganz kurz zurück, bitte. Nimm mal in den Raum. Nur um sicher zu gehen. Rechts. Da, das hatte gerade kurz geblinkt, das, wo du drauf guckst. Nein, okay, dann. Kann nichts mitmachen. War es nur ein Glitzern von der Taschenlampe. Okli-dokli. Das bedeutet, ob ich will oder nicht, muss zurück. Ui. Da ist die Peri. Junda. Ja. Das ist aber die Sonder-Peri, ja? Das ist die Sonder-Edition. Wow. Das ist die Puzzle-Edition. Hä, war da was? Ja, ich muss wieder was trinken. Ach so. Und noch mal was snacken. Ja, ich trinke auch mal was. Ne? Na dann, trampel über Flauschi weg. Du bist ein toller Fußabtreter, Flauschi. Das beruhigt mich jetzt ungemein. Nobody, du schaffst das. Mr. Burns, gehen Sie weg. Ich will das Trinken da haben. So, eingesammelt. Mach die Tür zu. Oder wolltest du Mr. Burns an deinem Popo knabbern lassen? Hier ist nichts. Ich habe jetzt mir die Ecke hier angeguckt. Hier ist definitiv ja nichts. Oh, ciao. Ja, weißt du, so ein bisschen knabbern. Ruhe.
konzentriere mich. Stör mich nicht. So, geh zu Smithers. Hier ist nix. Da ist nix. Ja. Irgendwo muss ja noch was sein. Da. Ein anderer Mr. Burns. Ich dachte gerade schon, da ist es verdeckt. So, toll dich. Boah, der ist aber wieder fix da. So. Wo bist du in der Putzkammer? Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Führt das hier irgendwo hin? Nee, ist eine Sackgasse, oder? Oder. Ich toll. Ich sehe in dein Herz. Ist einfach nur eine Sackgasse. Peri, gibt's GZSZ noch? Das ist eine gute Frage, aber ich hoffe für die Freunde des guten Geschmacks nicht. Für die RTL-Gucker unter uns. Ich gucke kein Fernsehen mehr, also ich kann es euch nicht sagen. Ich auch nicht. Ich kann es nicht sagen. So, hier scheint nichts zu sein. Doch, Freitagabend guck ich ZDF. So alt bin ich schon. Auweia. Geh nicht mehr feiern, ich gucke. Oh Gott, das ist traurig, oder? Ich gehe Freitagabend nicht feiern, ich gucke ZDF. Also montags bis freitags läuft sie. So, demnächst, dem Alter geschuldet, spielen wir nur noch im Let's Play Pong. So alt bin ich jetzt auch nicht. Spaß. So, da habe ich auch noch mal geguckt. Hier ist nichts. Mal noch mal hier rein. So, gibt's schon seit über 20 Jahren. Da ist was. Yay, ja. Mach die Tür erst hinter dir zu. Oh, so ein Puzzle. So? Alles zur gleichen Farbe drehen. Was war mit Zor? Peri? Will ich so rumdrehen. Ne? So rum. Hallo, warum hat er jetzt das heißt auf grün? So. Jetzt. Yay. Hallo, Tür öffne dich. Haben wir Peri verloren oder habt ihr mein Mikrofon verloren? Was? Was? Ich hab dich zweimal was gefragt und du antwortest mir nicht. Deine Verbindung scheint aber nicht optimal zu sein. Ich würde sagen, ich habe nicht zugehört. Was hast du gefragt? Was du gesagt hast mit Saw. Mit Saw? Irgendwas mit 20 Jahren? Die Soap! Ach so. Ja, durch das Geschrei von dem Vieh hat sich das angehört wie Saw ist 20 Jahre her oder sowas. Nein. GZSZ läuft immer noch. Und schon seit mehr als 20 Jahren. Bei mir hast du schon wieder keine Taschenlampe an. Nein, bei mir auch nicht. Aber solange es funktioniert. Ja. Renn, nobody, renn! Aber nicht ins Strom. Ins Strömchen. Wieder so einen leckeren roten Riegel. Nam, 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 nam. Ja, wo der nur herkommt. Tja. Blutfinger, da, die Tür ist offen! Ja, jetzt mach den nächsten Level, damit wir wieder dabei sind. Das sieht doch vielversprechend aus. Oh! Endlich! Yay. Hallo, willkommen zurück! Finally! Ach, oh Gott, nein, ich hasse Gewitter. Warum bin ich hier unten? Gewitter ist geil. So, wartet mal kurz. Kommt mal hier runter. Ja. Einmal und zweimal.
gut, dass ich ein Blutfinger bin. Dank. Bitte. Yeah. Ladies first. Really? Guck, guck. Ah, oh, geil. Ist hier irgendwo wieder ein Hinweis? Hier ist irgendwas in der Flasche gewesen. Saft. Mm, selten. Der ist selten. Geil. Ich mach was auch ist Saft. Hier? Hier ist eine Taschenlampe. Ich nehme Mandelwasser mit. Mandelwasser. Ich wollte gerade sagen, da öffnet sich eine Tür. Das ist gruselig. Was war das? Hab ich mir das eingebildet? Hier, die ist zugeschlossen. Hier, die ist zugeschlossen. Die geht auf. Guck mal einmal weg. Ja? Leute, was ist da? Hier ist die Tür, die zu einer Tür führt, mit einem riesigen großen Raum mit einer roten Tür. Geh doch nicht rein. Warte doch auf Lausch. Ich bin Lausch. Achso, dann warte auf Nobody. Oder bin ich die Einzige, die nicht drin ist? Ich versuche zurückzukommen. Da ist er. So große Räume beunruhigen mich ein bisschen. Ja, ich mag große Räume. Hier sind so viele Türen. Ja. Das schreit danach nach Edgy Badgy. Mhm. Zu? Offen? Gut, ich gehe hier lang. Oh, oh. Und irgendwo ist bestimmt einer drin. Ja. Hier ist ein Aufzug, aber da steht eine Leiter drin. Ich kann nichts machen, okay. Ich weiß nicht warum, aber mich lacht eine ganz bestimmte Tür an und da gehe ich jetzt hin. Mach doch nicht! Ich habe ein Bücherregal gefunden. Nach mir, ich höre das. Sie spricht Eichhörnchisch. Ich übersetze. Wenn du da durchgehst, zerfetze ich dich. Mhm. Oh, sie geht sogar auf. Oha. Oh, wir kommen wieder in den Tunnel. Aber vorher gucke ich schon mal, ob hier noch irgendwie Loot ist, ne? Ich sag doch, die spricht mit mir. Das ist das Eichhörnchen gehen. Gut, Eichhörnchen, kannst du mal um die Ecke gucken? Wir sind direkt hinter dir. Zurücklaufen gebt. Wir sind direkt hinter dir. Oh. Hä? Das war ein kurzes Level. Ja. Sind wir wieder in diese... Ach, echt jetzt? Das ist eine von diesen 2 Millionen Türen, die wir schon mal gesehen haben. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, im ersten Teil. Oh, wir können jetzt hier irgendwie in jede Tür rein, oder? Nee, die ist zu, hier weiter. Also hier die 2 gehen. Also was ja interessant wäre, wenn wir so viele Level auch haben, weil wir sind schon mal aus einer so einer Tür rausgekommen und jetzt wieder. Mhm. Ist da was drin? Nee. Nur eine Tür, die nicht aufgeht. Hier ist Tür Nummer 3999. Ja gut, das ist eher unwahrscheinlich, dass so viele Level gibt. Aber was denn nun? Oh, ich gehe mal hier aus dem Dunkeln raus. Hier ist die Exit-Tür. Oh, die geht doch auf. Aber hä, da waren wir doch. Hier waren wir. Da waren wir schon. Was war denn das? Ein Aufzug? Das war ein Aufzug. Also ich würde jetzt vermuten, dass wir vielleicht da in eine andere Etage fahren müssen. Oder was? Das war kein Aufzug? Nein, das war... Da war kein Aufzug. Neues an den Computer machen? Hey, warte doch mich! Ich hab das Eichhörnchen verloren. Wir haben es zurückgelassen. Gate-Exe, aber die haben wir schon gemacht. Garage. Level 0. Wir haben alle schon Level gesehen. Level 0 waren wir. Die kann ich alle nicht öffnen, die Dinge. Ich kann hier Garage starten. Garage starten? Möchten Sie Sperrbereiche freischalten? Organisation, große Entdeckergruppe. Oh, die Schrift, die tut einem so in den Augen weh. Boah. Type, also Type, ausführbare Anwendung. Guck du es dir mal an. Das ist aber Gate.exe, ne? Ja. Okay, doch. Gate.exe, Tatsache. Ja, die haben wir beim letzten Mal, beim ersten Mal, glaube ich, gemacht. Aber hier ist ein Fahrstuhl. Geht der auf? Nö. Nö, dann ist hier jetzt nichts, würde ich sagen.
Ja, drei Meter bis wieder aus der Puste. Haben wir was falsch gemacht? Haben wir alle Türen hier ausprobiert? Also hier war eine Office-Tür, wo ich öffnen konnte, und dann noch die andere Tür von dem ganz alten Level. Genau. Das war die Office-Tür. Und hier ist die, oder warte mal, hier ganz vorne war ich noch nicht. Tür 0. Nee, geht nicht. Und hier kommen wir ja wieder, ja, back zu den Grinsegesichtern. Boah, ich dachte schon, ich stecke jetzt fest. Was wir ja nicht gemacht haben bei den Grinsegesichtern, sind wir doch rechts herumgegangen, ne? Gab's da auch ein Links? Hä? Oh, oh. Ich bin in den Office-Raum gegangen. War ich das jetzt oder wart ihr das? War ich. Das Tor zu dem Raum der Grinsegesichter führt hierhin. Oh. Also müssen wir uns doch vielleicht noch woanders hier umgucken? Also hier geht nicht. Ich glaube, dann war die Tunneltür falsch. Ich glaube, dass ich eher zurückgelatscht bin. Nee, weil das Office-Ding waren wir ganz oft. Okay. Ja. Hä? Hier geht eine Tür auf. Hier ist ein Bücherregal. Hier bei der Couch war ich drin. Ist noch ein Mandelwasser. Ich guck mal jetzt die Fensterfront an, ob da irgendwas ist. Wenn da irgendwas aufploppt, ne? Dann schrei ich euch in die Ohren. Blopp. Ja. Oder ist es der Weg, wo Nobody vorhin lang gegangen ist? Oder wir werden komplett getrollt mit diesem Raum und müssten hier eigentlich gar nicht rein. Boah, ich hab Vogelgezwitscher hier. Lol. Ingame? Ja. Ihr, da war die Tür mit dem Aufzug, habt ihr gesehen, ne? Ganz durch. Genau, da war ich eben. Ich bin jetzt in deiner Nähe, wenn du da bist. Hi. Hi. Ach hier, das ist der Aufzug. Hä? Hab ich gerade jemand geschubst? Das fühlte sich so komisch an. Directory, Episodes, so. Und da bin ich noch gerade durch. Oh, es gibt hier. Oh, okay. Es gibt hier Automaten. Wo? Wo seid ihr jetzt? Bin in den großen Raum wieder. Hi. Ziemlich mittig durch. Immer durch. Hier. Okay, die Automaten kann man irgendwie bedienen. Vier Automaten. Ich kann auf jeden Fall drauf drücken, sich dann was tut. Zwei. Oh, warte, ja. Warte, Herrgott, sie fix, jetzt schließ dich doch endlich wieder. In dem einen Raum, wo ich gerade da drin war, da waren auf jeden Fall drei Dinger, wo Zahlen dran standen. Okay. Für Etagen. Vielleicht muss man die eingeben. Gute Idee, weil wir haben vier Automaten insgesamt. Warte, ich lauf mal kurz zurück und guck mal, ja, ob das da vielleicht damit zusammenhängt. Oder wir müssen... Da war auch ein Aufzug in dem Raum. Warst du bei der Leiter in dem Aufzug schon drinne? Ich wollte jetzt nicht einfach reinlatschen. Ja, hat nichts von... Nichts passiert. Soll es bestimmt heißen, der ist kaputt. Hier ist ein, oh Gott, ich kann doch kein Englisch. SUIA Maritime Consulting. Ich habe das vorhin auch vorlesen wollen und habe dann gemerkt, so nee, ich lass das. Da steht eine 117 dran. Jetzt müsst ihr nur herausfinden, was halt die richtigen Automaten dann vielleicht sind. Dann haben wir hier eine Shepherd Title Group und ein Absol Solicitor's Office. Solicitor's Office, okay. Kannst du mal von oben nach unten die Zahlen irgendwie erzählen? 102, 108, 117. Bin noch ein bisschen schneller, damit ich mittippen kann. 102. Warte. Jetzt weiß ich nicht, ob der resettet ist oder nicht.
Gehe ich erst nochmal den anderen? Ne, der ist ja auch angetippt. Ich habe keine Null. Der hat auch keine Null. Aber er hat eine 10. 10. 2. Aber dann hört er auf, das einzublenden. Was könnten die drei Begriffe denn bedeuten? Gute Frage. Also nach Maritim sieht das nichts hier aus. Ich komme nicht mal mehr in den Raum, wo der Fahrstuhl ist. Dieser mit dem... Den finde ich gerade nicht. Ist der war der im großen Raum, also in dem großen Bereich? Ich glaube, der ist hier rüber. Okay. Seiden, wir reden nicht vom selben Fahrstuhl. Doch, da hinten, okay. Guck ich mal hier. Und hier ist nix. Achso. Absol Solicitor's Office, 102. Etage. Shepherd Title Group, 108. Suya Maritime Consulting, 117. Das ist ja schön und gut. Drei Zahlensets, aber wir haben 4 Automaten. Ja, ja, aber die Bilder auf den Automaten, passen die vielleicht oder sind die unterschiedlich? Das sind unterschiedliche. Du hast einmal irgendwas mit einer Leiter oder einem Stuhl, glaube ich. Dann hast du was mit Büchern, dann... Ein Tisch. Glaube ich, was Planten. Ja, Tisch. Und dann was Blankes. Und Wasserspender, okay. Also hier ist auf jeden Fall dann etwas mit einer Leiter. Lass uns manchmal mal die anderen Räume nochmal begutachten. Steht nichts. Hier ist so ein Tisch. Ein Tisch. Entschuldigung, ich habe gerade die Tür zugemacht. Hier ist ein Bücherregal. Haben die Räume Zahlen? Nee. Nee, auch nicht. Klick mich mal hier durch. Oh, warte mal, wenn wir in den Tunnel zurückgeleitet werden. Mhm. Manche der Räume, der Türen gingen ja auf. Ich versuch da mal, obwohl dann kommt die ja mit, ne? Ja. Ja, wir kommen da automatisch mit. Es gibt nur ein Büro, was geöffnet wird. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen. Alles gut, alles gut. Also bei mir sind auf den Wasserständern einmal Tische, einmal Stühle, einmal Wasserspender und einmal Bücher. Ich bin jetzt mal eine ganz doofe Idee, ja? Mhm. In dem Raum sind Wasserspender, Stühle, Tische und Bücher. Müssen wir die einfach vielleicht zählen? Dann wären es nämlich 4 Tische. Es wären... 1, 2, 3, 4, 5 Stühle. Vielleicht hat sie es gelöst. Ja, wir warten einfach mal, die macht das schon. 1, 2, 3, 4, 5 Wasserspender. Flauschhase, hier. Ja, oh, hast wieder eine Riegel gekackt. Dankeschön. Ja, ja, ja. Um meine Gesundheit geht's hier gut. Hier passiert irgendwie nichts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Bücher? Tür ist offen. Warte mal kurz. Hier, für dich auf dem Boden liegt was. Was denn? Oh. Peri hat's geschafft. Es ist offen. Yay. Und da hinten ist der Kabelgeselle. What? Das Kabelvieh. Ich sehe es nicht. Nee, Spaß. Mit Monster macht man keine Scherze. Ja, ich habe jetzt Angst reinzugehen, weil meistens, wenn ich so Scherze mache, sind die Viecher tatsächlich da. Ja. Haben wir es geklärt? Oh, hier ist ein PC. Ich will zocken, geh weg. Ich kann nichts machen, Sauerei. Ich wollte jetzt Might and Magic anmachen. Diese Schere kann ich immer mitnehmen zur Selbstverteidigung?
Ansonsten auch. Radio geht auch nicht. Hier hat jemand sehr viele Dosen getrunken. Liebe Flauschhase-Community, ich habe jetzt auch wieder ein paar Riegel gekackt. Ist auch nochmal eine Taschenlampe. Die ist immer Mineralwasser statt Mandelwasser. Ich finde es lustig, dass man Drehstühle nicht wegschieben kann. Ich glaube, mein Inventar ist voll. Hier steht ein Mandelwasser. Oh, ne, ich habe so. Hä? Wie viel Platz habe ich denn? Ach so, ich habe ja nur einen Rucksack. Also, falls einer von euch durchdrehen sollte, ich habe da auch was dabei. Wer tritt durch? Hier ist noch ein Riegel, wo ich. Aber noch eine Taschenlampe. Na komm, ist was. Riegelchen. Ich habe Saft gefunden. Ja, der ist selten. Ich habe ja auch nochmal Saft. Der gibt dir einen Tempo-Boost. Noch ein Saft. Ich habe hier eine Pinnwand entdeckt. Da steht drauf, es gibt nichts Traurigeres, als nicht fischen zu gehen. Ja, das ist schon traurig. Haben Sie diesen Hund gesehen? Mr. Burns, hier ist noch Mandelwasser. Oh, neuer Bereich. Ich bin hier links. Ja. Hier führen einige Räume durch. Hier ist noch Saft und Mandelwasser, aber ich kann nichts mehr aufheben. What? Tito, ich bin voll. Wieso habe ich denn einen Rucksack, mit dem ich, oder habt ihr den Rucksack schon? Der ist voll. Okay. Oh, oh. Ich gehe da mal nicht weiter ohne euch. Lauschi, magst du noch einen Saft aufheben? Ja, wo bist du denn? Du läufst von mir weg. Oh, da hinten, okay, ich komme. Da rechts ist Saft und links ist Mandelwasser. Hä, den Saft, den konnte ich... Hä, der war auf der anderen Seite... Auch, den konnte ich aber irgendwie nicht nehmen. Hier ist okay. Auch noch mal Mandelwasser. What? Mach mir Sorgen, dass hier so viel ist. Ja. Mhm. Ich glaube, müssen wir auch. Das mag nichts Gutes heißen. Ja, wenn ihr hier den Raum mal seht, wo ich jetzt stehe, dann werdet ihr vielleicht verstehen, was ich meine. Die Frauen sind noch einkaufen. Moment. Okay, und ich hatte hier auch noch einen Saft gesehen, den habe ich nur nicht als kann man mitnehmen identifiziert. Einen Platz habe ich noch. Hier ist der, ja? So. Jetzt bin ich voll. Ich glaube, hier ist nobody durch. Hier ist ein Riegel. Hast du noch Platz? Nein, ich bin komplett voll. Hier ist auch noch Saft. Ja, ich bin voll. Aber denkt dran, Mandelwasser ist das Einzige, was euch bei der Sanity hilft. Okay. Normalerweise, Energieriegel geben euch vorübergehend Ausdauerschub und der Saft temporär einen Geschwindigkeitsboost. Ich habe 3 Mandelwasser, 3 Saft und 1 Riegel. Und 2 Taschenlampen. Ja. Könnt ihr eigentlich eine Taschenlampe wegwerfen, ne? So, hier wird's lustig, glaube ich. Wait. Wo war der Riegel? Hier. So. Ich bin da. Wie das mal aussieht, als wenn du dir ganz genau diese Flasche anguckst. Ich laufe so schnell, wie es nicht geht. Reset Cameras. 24 Stunden Überwachung. Gibt's nicht so einen Kamerakopf? Hier ist auf jeden Fall die hier hängen Kameras. Ja, 24 Stunden Überwachung. Hallo. Oh, hier ist ein Lager. Es hat geklingelt bei mir. Einen kleinen Moment. Ding dong. Tschüss. Es darf jetzt vor Folgenende nichts mehr Größeres Erschreckendes kommen, weil sonst werde ich leider meinen Stuhl benetzen. Es tut mir sehr leid, alles deutet darauf hin. Weil ich bin hier in diesem Lager gerade und das schreit gerade dazu oder danach, dass hier irgendwas kommen wird. Bin noch mal gerade ein bisschen zurückgegangen, aber ne, hier kann ich nichts machen. Ich muss... Zieh ich das hier?
Das ist die Kamera. Die bewegt sich, die verfolgt dich. Okay. Was? Das hier. So, hier, hier war ich. Hier war Schlang. Und dann geht's hier nochmal um die Ecke und dann hier und dann hast du da nochmal Gänge und ich glaube, hier ist auch irgendwas. Mehr Türen. Türen, 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 Türen. Ein einsames Büro. Oh, noch mehr Gänge. Genau, Gott, das ist nur eine Pflanze hinter der Tür. Die hat mich erschrocken. Peekaboo. Meine Bretten. Überall noch mehr Tür. Machst du eine auf was 20 neue? Ja. Ja. Die gehen auch noch. Oh, ich habe eine Exit-Tür gefunden. Yay! Ich war kurz mit in meinem Hausflur. Ich krieg demnächst Kilometergeld. Wieso klingelt jetzt auch für die Nachbarn alles hier? Mach doch einen Zettel an die Tür. Ich nehme nichts für die Nachbarn. Wir wurden gespottet. Oh, oh. Oh. Oh? Schön. Was ist oh? Oh. Ah, okay. Ein Brecheisen. Ja, da muss ich mich erst wieder von irgendwas trennen. Ich trenne mich von der Taschenlampe. Was war das? Das war der Schacht. Da war ein Schacht? Ja, ja. Weil das hier ist mir, wenn wir jetzt ein Brecheisen haben, ein bisschen zu verführerisch durch die Tür zu gehen. Vielleicht sollten wir erstmal hier gucken, durch den Schacht. Ich fände es ja abgefahren, wenn man jetzt hier auf den, da wo wir eigentlich langgelaufen. Bist du das da auf der Kamera? Wenn ich springe, ja. Nee, da, aber die Peri ist ja auch nicht. Nee, guck mal. Zweite Bild von links. Mach mal die Taschenlampe aus, dann siehst du besser. Ich hab keine an. Hä? Du hast eine an? Nee, ich hab ein Brecheisen in der Hand. Und da ist doch neben dem Regal steht doch jemand. Ja. Aber ich glaube, das sind Momentaufnahmen. Sobald jemand da ist, klack. Standbild. Peri, bist du da? Exit oder Schacht? Okay, der Mann geht vor, ich folge. Ah, warte mal, das ist vielleicht nicht so wie gedacht. So, Peri, ja. Rennt zum PC! Oh, was? Ich fühle mich gemobbt. Ich auch. Kannst du mal kurz vorgehen? Du hast die Taschenlampe gerade in der Hand. Sie. Notfall, gehst einen Schritt zurück und ich habe das Eisen und zieh den Viechern eins über. Mhm. Boah, es wird gerade so duster. Mhm. Ja. Jetzt muss ich irgendwie an die Brechstange kommen. Wie ist, wo ist denn die? Warte, ich kann das machen. Ich kann das machen. Okay, kommst du an mir vorbei? Muss noch ein bisschen nach vorne. Oh Gott. Wollen wir hier runter? Weil es gab ja auch noch einen Exit, ne? Ja. Ja. Schade. Es hätte ja sein können. Ich weiß eh nicht, ob beim ersten Level, wo wir ja runtergefallen sind, ob wir das alternativ hätten beenden können. Ja. Ob wir wirklich hätten. So, wo seid können? Ihr? Wir sind beim lieben Computer, der uns liebe Worte zuruft. Hä? Ja, ja. Der singt ein Liedchen für uns. Ja, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Komm, gehen wir sie holen. Wenn du wieder zurückfindest, ich nehme ihn nicht. Brauch nur Ausdauer, Sekunde. In welchem Raum bist du? Ah, Lagerraum. Lagerraum, hier. Kommen Sie. Hi. Einmal durch die Tür. Einmal durch die Tür. Ah, oder so. Die Kameras bewegen sich. Ja, wir hatten die schon am Schirm. Also warst du das tatsächlich. Und kein Standbild vom ersten, wo da durch ist. Also, die haben sich vorhin nicht bewegt. Wo bist du lang? Ja, so.
Hi. Geh mal hier durch den Schacht, da passiert dir nichts. Und guck mal dir den Computer an, wenn du da, da durch bist. Muss ich dann weinen? Ich weiß es nicht, vielleicht. Links sieht aus wie ein Monster auf dem Bild, finde ich. Wo genau? Das erste steht bei dir auch spotted. Tralalalala. Und in dem O. Ich glaube, das ist die Wand, oder? Seid ihr auch durch den anderen Schacht gekrabbelt? Ja, wir haben uns dann aber dazu entschieden, nochmal zurückzukommen, um hier durch die Exit-Tür zu gehen, weil man da beim zweiten Schacht nämlich runterfallen würde. Kannst du die öffnen? Hä? Die war vorhin offen. Also, ist das hier jetzt der Weg? Oder ist sie jetzt zu wegen der Kamera? Da, die, ich schwör's, die war vorhin offen. Ich dreh durch. Oder wir müssen doch hier durch. Das war bestimmt ein Bug. Wäre ich mal da reingegangen. Hi. Guten Tag. Sie stehen mir im Weg. Sicher? Bitte gehen Sie. Ich habe das Brecheisen. Achso, du hast noch kein Brecheisen übrigens. Ja, wir haben zwei. Gibt bestimmt noch mehr. Ich sehe auf deinen Arsch. Da kommen Energieriegel raus. Dum-di-dum-di-dum. Okay, wie ich mir gedacht habe. Haben wir eine andere Tür jetzt vielleicht unlocked? Hier sind wir ja durch. Hä? Sind wir wieder zurück? Ja. Ist hier vorne vielleicht nicht was? Oh, wir hätten, es hätte bestimmt einer da bleiben sollen. Und dann wären die anderen dahin gegangen, um die Kameras zu resetten, wegen dem Exit-Ding. Bestimmt. Aber wozu ist dieser Knopf? Ich muss noch mal runter. Die Postbotin hat vergessen, dass ich eine Unterschrift schreiben muss. Ey. Okay. Ich würde da ganz ehrlich einen Zettel an die Tür machen. Bin krank, kann die Treppe nicht benutzen. Bitte hochkommen. Ich habe die Kameras resettet. Hast du? Ja. Wo hast du das gemacht? Ja, beim Eingang, da wo wir ganz am Anfang reingegangen sind. Das bist du nicht, ne? Ich laufe hier gerade durch die Gegend. Hier. Ach, da. Guck. Ah, hier steht okay. Sozusagen Reset. Und bestimmt ist man dann nicht mehr spotted. Und deswegen ist die Tür zu gewesen. Okay, dann warten Sie mal. Ich probiere es mal kurz. Okay. Wie war das heute Morgen mit dem Training? Ja, ich hab's dir gesagt. Oh Gott. Kannst gut frühstücken, weil du trainierst das am Tage noch ab. Oh. Da hat sich der Pudding mit den Himbeeren gelohnt, ne? Dachte er an das andere Teil. So, resette ja, mal bitte. Ich resette. Ja, ist es resettet? Und hast du jetzt die Exit-Tür? Die ist offen. Dann geh mal durch, vielleicht lädt er dann. Oh, ein Teppich auf der Treppe. Oh, wir sind so am Arsch, wenn das so anfängt. Oh je. Mit Lilien, oder sind das Lilien? Wir kein neues Level laden. Hier ist eine unsichtbare Wand. Das ist ganz komisch gerade. Ich glaube, ihr müsst folgen. Ich weiß nicht, ob der einen vielleicht nicht spottet, wenn man nicht rennt. Oder müssen wir die Kameras einfach vermeiden? Piri, komm mal mit an den Rand hier. Bist du hinter mir? Ah nee, du bist ja wieder... Was? Okay, nee, ihr müsst definitiv hier rein, weil es lädt nichts, es passiert nichts. Okay, als ob ich jetzt den Weg wieder finden würde. Hä? Bin ich jetzt im Kreis gelatscht? Ich bin im Kreis gelatscht. Piri, wo ist der Weg? Dieser Weg... Wohin? ...wird kein leichter sein. Dieser Weg ist voller Kameras und schwer. Du stehst im Weg. Sie bewegt sich wieder nicht. Ja, ist doch gut. Wir wollen ja auch nicht gespottet werden. Äh,
aber Nobody, kannst du vielleicht einmal zurückgehen und gucken, ob wir die Kamera schon ausgelöst haben? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Wo ist denn der Exit? Da, wo wir vorhin waren. Ihr müsst noch mal durch diese Lagerhalle. Ja. Ich sehe da irgendwie Licht. Auf dem ganz rechten Bildschirm habe ich jetzt Licht gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, was ich hier tue. Ja, das ist eine Kamera. Scheiße. Oh, ich habe den Exit gefunden. Ja, wo denn? Können wir uns in die Tür stellen? Ja, mit wo denn ist so die Sache? Ich bin immer recht so am Rand entlang. Wie eine Maus. In welchem Raum? Kannst du den Raum beschreiben, wo du bist? Mit Stühlen. Mit drei Stühlen und einem Mandelwasser. Also du bist in einem kleinen Raum. Du musst nochmal in den größeren Raum. Bist du ganz am Anfang? Nein, ich bin schon durchs Lager gelaufen gewesen. Okay, wenn du durchs Lager bist, war das, glaube ich, rechts rum. Ich bin auch irgendwo rechts entlang gegangen. Ich blockiere hier die Tür. Du machst mit, ne? Ja. Ich vermöbel die Tür. Da bist du. Stopp! Da, ja! So, jetzt wird das auch laden, weil ich konnte hier nicht mehr weiter. Ist nichts passiert. Ja, jetzt. Wie arschig, ne? Damit man auch ja zu dritt weitermachen muss. Oh. Oh, aber guck mal, das ist doch der perfekte Raum. Der perfekte Cliffhanger Raum. Zu machen. Genau. Um was? Einen Cliffhanger zu machen. Könnt ihr das euren Zuschauern antun? Vergesst die Zuschauer, wie kannst du mir das antun? Ich werde dir das bei deinem nächsten Stream auch sagen, wenn du sagst, so, es ist schon spät, wir hören jetzt für heute auf, dann werde ich auch sagen, das kannst du mir nicht antun. Du verträgst Kummer. Ich will noch mal eine Sache kurz spoilern. Hier stehen Dosen Insektenspray. What? Cool. Ja, hier am Tresen. Es wird interessant, glaube ich, in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ich hoffe, es sind so Riesenmoskitos, die so irgendwelche Säure spucken oder so. Warum sagst du sowas? Weil ich drauf stehe. Auf Riesenmoskitos, die Säure spucken, okay. Okay. Also, wenn Klimawandel, Evolution und Leute aus Reisen irgendwas mitbringen und du dich einmal beschwerst, dass hier komische Sachen auf einmal in Deutschland rumkrabbeln, dann werde ich dich dran erinnern. Guck mal, da ist ein Knopf und ihr sollt mir jetzt sagen, ich darf nicht auf die Knöpfe drücken. Nein, du schreist mich immer an, ich darf nichts anfassen, dann darfst du auch keinen Knopf drücken. Wer hat auf den Knopf gedrückt? Wahrscheinlich der wegrennt. Hier sind noch Schalter. Oh, kann ich hier rein? Ja. So, ich muss dringend Pipi machen. Wir sagen jetzt Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Merci. Drückt bei allen auf Däumchen hoch, auf Abonnieren und auf Kommentieren und alles überhaupt, was geht. Das wäre sehr fein. Und das Glöckchen, damit man von allen Videos, die existieren, direkt genervt wird und man direkt draufklicken kann. Genau, perfekt. Und bei der Peri auf Twitch und beim Nova die auch auf Twitch. Überall kann man drücken. Richtig. Bei mir habt ihr viel Freude. Ich habe sehr viele Links. Je mehr man drückt, desto mehr Karma-Punkte bringt das und desto glücklicher ist man. Okay, jetzt ist gut. Genau, dann spendiert euch Flauschhase auch hier Mandelwasser. Sagt doch nicht zu laut, das gibt's ja auch in echt. Das ist auch teuer. Ich weiß. Du bist jetzt verpflichtet, sorry. Ich habe hier nichts unterschrieben, ich sehe nichts in AGBs. Die Flauschi-AGBs. So, gut. Tschüss, YouTube. Ich bedanke mich auch bei euch. Tschüss. Tschüss.